Und ich musste so schrecklich lachen. Dann sind Sie goldrichtig jetzt in diesem Programm. Das ist das Angenehme im Wunderland. Gewiss kein Jugendprogramm, aber weitere Warnungen dürften sich erübrigen. Auf dem Weg nach Hörde zum Grillabend. Knusprige Grillbratwurst, pikant gewürzt. Die geht immer reißend weg. Und die Regie muss jetzt nochmal telefonieren. Könnt ihr ja auch mal zugucken hier. Haben Sie Laune? Laune? Ja. Ja. Herzlich willkommen. Hier kommen wieder die Sachen, die kein Mensch sehen will, aber doch passieren. Hier ist die Regie. Mit meiner Falte, die ich gerade entdeckt habe. Ja, was machen wir gerade? Wir gucken uns die eigenen YouTube-Videos an, noch bevor sie veröffentlicht werden. Wenn man sonst nichts zu tun hat, weißt du? Ja. Schön Selbstbeweihräucherung, Alter. Ja. Wie ja, das so geile YouTuber machen, weißt du? Ja. Wir müssen so eine Soundmaschine mit Applaus haben. Wir machen das ja nicht so. Wir analysieren das ja nur für uns. Ja. Nee, wir analysieren das für euch, damit ihr vielleicht noch bessere Ergebnisse bekommen. Nein! Ja, tschüss. Die Ergebnisse der Meinungsumfragen sind völlig unterschiedlich. Und jetzt sage ich Ihnen das im Radio auch nochmal. Schauplatzwechsel. Mal wieder im Baumarkt. Genau. Euer Gorminister hat den grünen Daumen für sich entdeckt. Und heute wollen wir mal ein paar Chilis anpflanzen und Erbsen. Ich habe voll Bock auf Erbsen. Also mal gucken, ob wir das hier irgendwie finden. Damit der Balkon auch schöner wird, ne? Naja, schauen wir mal. Ah, da ist die Pflanzenhalle. Versuch es mit Natur. So, schon fertig, ne? Schön hier eingekauft. Natürlich Peperoni, ne? Ich mag ja gerne scharf. Haben uns ein paar Peperonis mitgenommen. Und echte Minze, ne? Der Winter kommt bestimmt. Und dann wird es wieder heißen Tee geben. Und Erbsen, weil Erbsen mag ich auch. Die werden auch noch angepflanzt. Bin mal sehr gespannt. Ja, war ein kleines Intermezzo jetzt hier im Baumarkt. Jetzt geht's wieder weiter mit dem anderen Schwachfug. So, und soll ich Ihnen eines sagen? Bei uns geht's jetzt weiter. Läuft? Am Bein runter. Schön warm am Bein runter. So, hier ist es schon ruhig jetzt. Hattest du nicht ein Handtuch? Komm, Pingelingeling zurück aus der Werbung, ne? Mhm. Oh, halli, hallo, hallöchen, meine Fotzibärchens und Pingelingeling erstmal, ne? Prostata, tiralala! Ja, richtig, wir machen eine Durch-die-Nacht-Folge daraus, weil, warum? Heute, ne, ihr erkennt es schon an meinem Outfit, ist Champions League Finale. Ja, das ist nicht mein erstes Ping, aber es zählt ja immer nur das, was auf Kamera ist, ihr kennt das. Warum mache ich das? Weil als ich das letzte Mal sowas gemacht habe, war 2014, DFB-Pokalfinale. Und da haben wir tatsächlich gewonnen. Das war ganz großartig. Und naja, und guck mal hier, die Regie ist auch dabei. Ja. Auch in Schwarz-Gelb, was ist denn da los? Du hast zwei Trikots gehabt und ich muss mich ja auch, darf ja nicht auffallen. Ah ja, okay. Nein, ich finde das tatsächlich auch, obwohl ich mit Fußball nicht viel am Kopf habe, aber irgendwie hast du mich da so ein bisschen mit angesteckt, jetzt was das gerade angeht, wo ich tatsächlich auch ein bisschen mit aufgeregt bin. Ich gebe das zu. Ja. Oh Gott, ich werde 1000 Tode sterben. Aber jetzt machen wir erst noch mal ein bisschen Mut antrinken und dann geht's weiter hier. Es kann losgehen. Ja, und krass, ne? Ab jetzt hier ist direkt schon Glasverbot. Aber ich meine, kann ich ja auch irgendwie nachvollziehen, weil wollte mit 20.000 Leuten auf dem Platz stehen und einer zerbricht die Flasche, der nächste zerbricht die Flasche und dann fällt einer hin und so. Das ist schon sinnvoll. Das ist für meinen Ping-Counter natürlich ja ein bisschen kontraproduktiv, aber es gibt ja Dosenbier, ne? Richtig. Jetzt sind wir in der Szene-Bar, ne? Und hier ein schönes Spiel mit das Lied vom Tod, Cocktail. Zählt das eigentlich schon als zwei Pings? Weil ist ja ordentlich was drin, ne? Immer erstmal Pingelingeling zählt. Nee, er zählt erstmal, ja. Ne? Prostata. Prost hier. Wir haben auch wieder Stargäste dabei. Laura und Jörg sind auch wieder am Start. Und ich hoffe mal, Laura, du bist ja auch Fan, ne? Von was? Ja, hier Schalke. Dortmund oder was? Dein Tipp. Wir machen das heute. Ja, Tipp.
2-1. Hm. Mhm. Ich bin nur wegen der dritten Halbzeit hier. Ich hoffe, die schlagen den ersten Home Run. Und dein Tipp? Ich glaube leider, dass mein Vater recht hat und das wird für dich nervlich aufreiben, das wird zum Elfmeter kommen. Aber ich glaube auch, dass wir das schaffen. 2-1! Ja, 2-1, habt das gehört. Ich kann mich gar nicht so wirklich festlegen. Mein Traum wäre ja, ne? Marco Reus, 89. Minute, 1-0, zack, Nummer durch. Das wäre aber, dass solche Fußballmärchen werden sehr selten geschrieben. Aber ey, es bleibt spannend, ne? Vielleicht wird es auch noch rumrannen. Who knows? Team Arsch und Team Grayskull. Also, was hier? Team Arsch? Arsch und Team Grayskull. Ja, dann immer Pingelingeling auch auf euch. So, es geht weiter. Pingelingeling. Tiske habe ich auch lange nicht mehr getrunken. Naja. Das Spiel läuft jetzt so ungefähr 10 Minuten. Ja, gab schon so ein, zwei gute Chancen. Habe ich gerade im Vorbeilaufen gesehen. Zumindest schon mal Ecke für Dortmund. Das ist nicht schlecht. Ne? Das heißt, sie werden nicht so ganz hinten reingedrängt. Aber ja, wir tingeln hier halt so rum. Raus aus der Komfortzone. Ja, wir raus aus der... mehr Angriff. Genau. Mehr... Und jetzt nochmal der Leadgitarrist hier von Borussia. Hier Toni Kroos, oder? Ja, ja, genau der. So. Wir laufen jetzt einfach weiter, mal gucken Richtung Hansamarkt, Friedensplatz und so und dann schauen wir mal, was hier noch so weitergeht. Ich meine, wenn ein Tor fällt, hören wir es eh. Also, ne? Pingelingeling. Ja, Stimmung passt auf jeden Fall schon mal hier. Schön am Wenkerskeller rumstehen. Und eben wären schon so ein, zwei Chancen waren schon da und ja, jetzt gucken wir gerade die Wiederholung und an den Pfosten. Und aber leider außen vorbei. Haben sie alles schon drin gesehen hier, ne? Naja gut, wir weitermachen. Hier ist immer noch das Tisk hier. Da zählt also nicht trotzdem Pingelingeling. Man nimmt doch kein Bier mit nach Dortmund. Naja, immerhin haben sie hier Dixies aufgebaut. Ne? Da kann man ja auch mal, ja, kann man auch mal gucken, irgendwie, wenn man mal Pipi machen muss. Ich glaube, ich muss Pipi. Ich glaube, ich muss doch kein Pipi. Nee, boah. Nee, war ekelhaft. So, es geht weiter. Ne? Durch die Nacht mit dem Chorminister und dem nächsten Bier. Pingelingeling. Immer noch 0-0. Ich glaube, wir haben jetzt die 35. Minute. Naja. Bier! Und da ist Musik. La 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 la. Schön, will ich direkt wieder tanzen. Ey, wenn ihr geil Rahmen essen gehen wollt, Leute, hier bei Takumi, richtig lecker. Echt? Takumi-Rahmen? Ja, ist gut, hier? Kann man das sehen? Keine Ahnung, ich halt einfach mal drauf hier. Takumi-Rahmen. Ja, Empfehlung von der Laura, ne? Kann man ja vielleicht mal machen, ne? Sehr lecker, wirklich. So, endlich mal ein Dixie gefunden, was geht, aber da stehen Zementsäcke drin. Ist mir ja egal, ich will ja nur Pipi machen. Also gehe ich jetzt Pipi machen. Musst du auch noch Pipi, Jörg? Ja, aber ich kann die Wand. Okay, ich gehe da rein. So, tschüss. Aber nun, meine werten Zuschauer, zu etwas komplett anderem. Ja, warte mal, der ist mindestens doppelt so breit wie ich. Der hört mich das aus. Ja, ich finde das voll toll. Das ist das Video, in dem ich am allerdünnsten aussehe von allen. Ja, stimmt, du siehst echt so mini aus. Ja, ja, okay, warte, wir fangen jetzt an. Warte mal. Wir fangen jetzt an. Also hier ist alles eingestellt, ne? Wir haben auch Lautstärke ordentlich gepusht. Aber wir reden ja noch ein bisschen vorher. Nee, wir fangen direkt an mit nein, wir labern noch, und dann fressen wir. Ja, zu Janet Akin wollte ich noch was hören. Ja, das können wir während des Films machen. So. Okay. Du bist aus dem Bild, Digga. Ja, ich, warte. Mann, was ist denn das für eine Scheiße da? Boah, Alter. Sag mal nur Klimper, Klimper. Warum? Ja, warum? Warum? Ist ja gut. So, jetzt 3, 2, 1. Weiter geht's im Programm. Ja, scheiß auf den geschlossenen Hansaplatz. Wir sind natürlich dahin gegangen, wo wir immer hingehen, ne? Wenn wir uns hier nochmal so ein bisschen den Durst löschen wollen. Zum HK-Shop-Treffpunkt, ne? Hier direkt an der Burgstraße. Da kann man auch super gucken. Wir haben drei Fernseher aufgebaut. Super geil. Es steht 0-0. Aber ich glaube, Dortmund will heute. Ich bitte. Ich habe ja nur, ich habe ja nicht viele Wünsche, ne? Aber das wäre heute echt schön. Und vielleicht den Wunsch schon immer mal hatten, bei der Produktion mit dabei zu sein. So, schalalalala, zweite Halbzeit beginnt, Pingelingeling. Immer noch 0-0. Aber, lass mich ein Bild. Das sah ganz gut aus, ne? Ich mache ein Video, Digga. Mach ein Video, Digga. So, jetzt Pingelingeling erstmal.
Trinken Sie ein Bier mit? Ja, da haben wir es, ne? Ein 1:0 für Real Madrid. Es hat halt, wir haben noch, wie lange haben wir noch? 17 Minuten. Mit Nachspielzeit vielleicht 20 Minuten. Aber das wird nichts. Ja, du sagst nur. Sportfreunde Stiller, so wie einst Real Madrid. Halt die Fresse. Aber das sind Bayern-Sympathisanten, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. 68er, ja? 68er-Sympathisanten? Ja, okay, das lass ich noch durchgehen. Aber jetzt wird es halt echt schwer. 20 Minuten noch, nee. Ja, Pingelingeling. Jetzt muss ich mich heute hart besaufen, weil wir haben es mal wieder erlebt. Dortmund ist einfach keine Finalmannschaft und keine 6-Punkte-Mannschaft. 2-0 Madrid. Aber sie wurden nicht so abgeschlachtet, wie ich gedacht hatte. Weil vorher habe ich gedacht, irgendwie, Dortmund verliert auf jeden Fall. Ja, Dortmund verliert definitiv. Aber, jetzt 2-0 in der 83. Das drehst du nicht mehr, wenn du nicht das ultimative Fußballwunder hast. Und das Lustige ist, wie jubeln irgendwelche Leute. Direkt ausweisen. Warum? Warum finden Sie, dass die Leute jubeln? Was? Warum jubeln die Leute? Was ist denn? Warum? Weiß ich nicht. Wie kann man denn? Ich bin empört. Skandal! Ja, hat alles nichts gebracht, ne? Eine gute Halbzeit, wo man die Chancen halt nicht verwertet. Hat sich halt gerecht, habe ich am Anfang direkt gesagt, ich so, wenn du die Hütten nicht machst, dann rächt sich das am Ende. Ja, und dann war es halt das 2:0 gegen Real Madrid. Was ich viel erschreckender finde eigentlich, ist, dass es Leute in der Umgebung gab, die hier das jetzt gefeiert haben. What the fuck? Also direkt raus aus Dortmund. Warum macht ihr das? Das ist, Die Frage lässt sich gewiss nicht leicht beantworten. Ja, es hätte ein schöner Abend hätte werden können, ne? Genau wie damals gegen Bayern, wo Arjen Robben da die Tor geschossen hat. Hätte, Fahrradkette. Ich würde mal sagen, Pingelingeling. Weil kannst ja nur saufen, ne? Pingelingeling. Sie müssten uns einen Ping schicken. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn ich welche sehe. Was ist da los? Da sind irgendwelche Leute, die feiern sogar, dass Real Madrid gewonnen hat, in Dortmund. Und ich denke mir so, wäre das jetzt Schalke gewesen? Gibt es viele Schalke-Fans im Winter? Ja, okay. Wäre das Beşiktaş gewesen? Okay. Aber Real? Was ist falsch mit euch? Was ist einfach falsch mit euch? Naja, wir gehen jetzt unsere Tränen trocknen. Die Regie und meine Wenigkeit hier in Kiro. Ja, in Kiro, ja. Da darf man aber nicht drin filmen. Ich muss nicht tanzen für dich. Ja, da darf man nicht drin filmen. Deswegen machen wir jetzt hier nochmal Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann habe ich nochmal 3 mehr Bier drin. Und dann reden wir nochmal wahrscheinlich Tacheles. Ne? Also tschüss. Nur 4 Straßen weiter. Die dir alles abverlangen. Ich hörte mit dem Saufen auf, bin wieder angefangen, scheißegal. Alles geäxt, mein erster Wodka, kick mich nicht verhext, muss mich übergeben. War auch gar nicht schlimm, das Gefühl wunderschön, der Alt war in mir drin. Ja, genau, prima. War auch gar nicht schlimm, das Gefühl wunderschön, der Alt war in mir drin. Genau an diesem Tag kam die Wende in meinem Leben. Ich hatte Probleme mit der Leber, mit dem. Jetzt bin ich raus. Mach die Kamera aus! Hau ab mit deiner Kamera! Weitermachen, weiter! Um Himmels Willen, nicht so laut, die können dich hören! Ja, einer geht noch, ne? Winnetou, Gormedister, gehst du mit mir einen saufen? So, sieh doch, Holomeid, ich geh gerne mit dir einen saufen. Ja, geil, ich bin schon ganz feucht. Und dann wird's richtig nochmal geil. Im Kiroyal könnt ihr schön eure Tränen trocknen, ne? Das war ja mal heute nix, ne? Egal. Hier. Nur der BVB. Wenn man hier Kiroyal macht und so was, dann hat man sie richtig abgeschossen. Und
Ja, es tut mir leid, wenn ihr mich so sehen müsst, aber wo wollt ihr hin? Was wollt ihr machen? Heute war einfach ein schlechter Tag. Wie immer, ne? Wie immer. Dortmund ist halt keine Finalmannschaft. Die verkacken halt jedes Mal. Jedes Mal. Genau wie letztes Jahr. Irgendwie, man hat die Meisterschaft auf dem Fuß. Und dann kommt halt Mainz. Wer ist Mainz? So. Und machen es halt einfach kaputt. So. Ich glaube auch tatsächlich, Dortmund will nicht, dass wir irgendwie irgendwas mal gewinnen, ne? Die wollen das einfach nicht. So, Terzic out. Fuck you. Machen Sie es richtig. Jetzt habt ihr den ganzen Abend gesehen, ne? Ich schön hier am Hoffnung haben. Schön im Kiroyal am Pissen am dran sein. Und jetzt noch mal hier so eine Pan-Pizza. Keiner weiß warum. Ich sag mal so, Dortmund ist halt keine Finalmannschaft. Irgendwie kacken sie sich dann immer in die Hose und wollen das nicht. Der VfL Bochum hat einen 0-3 Rückstand rausgeholt gegen Düsseldorf und hat gesagt, so, ja, wir machen das jetzt. Wir ziehen das jetzt durch. Habe ich heute in der ersten Hälfte habe ich Hoffnung gehabt. In der zweiten Hälfte habe ich gesagt, okay, ihr seid wieder in euer altes Scheißmuster verfallen. Fuck Terzic. Wir brauchen so einen Diego Simeone. Der wird das regeln. Du kannst halt nicht von der Süd kommen und denken, irgendwie du trainierst jetzt eine Mannschaft. Wie sehen Sie das? Ich reg mich über sowas nicht auf. It is what it is. Vielleicht auch besser. Aber ich sag's mal so, Terzic out. So. Damit bin ich auch out. Damit endet die durch die Nachtfolge. Ich hätte euch gerne eine schönere durch die Nachtfolge Kredenz wie 2014, als wir den DFB-Pokal geholt haben. Aber na gut, machst du halt nichts. Hier nochmal hier Pingelingeling, scheiß drauf hier und jetzt abschalten, ne? Abschalten. Ach so, nee. Halt, stopp! Seht ihr das hier? Dieses App. Oh nein, du hast es kaputt gemacht. Nein. Seht ihr das hier? Es gibt einen Menschen, einen sehr wichtigen Menschen in meinem Leben. Diesen der gerade Pizza ist. Der hat mich gerade um meine Hand angehalten. Aber jetzt, komm. Wir können das, wissen die Antwort nicht, keiner weiß es. Wir können das hier nicht ausarbeiten. Jetzt abschalten. So, hier sind wir wieder. Gorminister singt berühmte Songs unter einer Laterne. Ich habe hier noch ein Stativ. Also, heute ganz crazy. Er gehört zu mir. Wie mein Name an der Tür und sie es weiß ich, bleib hier. So, das war's. Bis zur nächsten Folge. Gorminister singt berühmte Hits unter einer scheiß Straßenlaterne. Schauplatzwechsel. Herzlich willkommen bei Gorminister's Found Footage hier in der Bahn. Ne? Wer nicht lesen kann, ja, dass das WC besetzt ist. Es gibt auch, natürlich, Sie dürfen gerne durch. Es gibt auch einen Knopf, den kann man bedienen. Das finde ich sehr lustig. Hier unten ist der. Ja? Drück mal da drauf. Und dann? Dieses WC ist besetzt. This lavatory is occupied. So, habt ihr das auch mal gesehen, ne? Meine Damen und Herren, das Programm ist jetzt zu Ende. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.